Godzilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 227. Mal bei Godzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau, die Hoaxmistress Alexa. Halli, hallo ihr da draußen und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser Folge und bei mir ist natürlich zum Glück wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Der ein bisschen ermüdet ist, weil quasi heute das Podcamp in Essen geendet hat, ein Podcaster-Treffen mit vielen netten Kolleginnen und Kollegen. Die grüßen wir auch am Ende der Sendung nachher nochmal ausführlich. Das führt dazu, dass ich versuche, jetzt ein bisschen weniger zu reden, weil wir haben ein Interview heute in der Sendung, was hochinteressant ist. Und da reden wir etwas mehr, weil meine Stimme, glaube ich, gerade so ganz bisschen angeschlagen ist, wie das so ist von so einem Klassentreffen, der Podcaster. Habt ihr geschrien die ganze Zeit. Und ich würde sagen, Alexa, du hast auf jeden Fall eine Geschichte vorbereitet und dann hören wir doch da erstmal hinein. Der Woche. Ja, die Story dreht sich diesmal um Winter und Schnee. Ich glaube, die Bayern können irgendwie mit diesem Winter, was Schnee angeht, ziemlich zufrieden sein, beziehungsweise hatten mehr als genug davon mal so zwischendurch letztes Jahr. Bei uns hier oben war es so ein bisschen dürftig. Aber wer weiß denn auch, ob das nicht überhaupt besser ist, wenn man weniger Schnee hat. Auf jeden Fall scheint sich das die Environmental Protection Agency gedacht zu haben. Laut einem Magazin Snow Riders aus Australia, also ein Magazin, was sich so mit Snowboarding und Skifahren und so weiter beschäftigt, und die müssen es natürlich wissen und das ist natürlich deren täglich Brot, hatte die EPA so ein bisschen Probleme mit Schnee und vor allen Dingen mit Kunstschnee und ist da einem Scherz aufgesessen, der eigentlich schon seit Jahren, seit wirklich Jahr und Tag das Netz unsicher macht. Nämlich der alte blöde Scherz über Dihydrogenmonoxid, das ja wahnsinnig gefährlich ist, also im gasförmigen heißen Zustand Verbrennungen hervorrufen kann und wenn man es einatmet, tödlich sein kann. Wir alle kennen das. Es handelt sich natürlich um H2O, um Wasser, um das Material, aus dem Schnee besteht. Und jetzt ist es so, dass die EPA wohl Kunstschnee, also menschengemacht im Schnee, den Kampf angesagt hat, weil eben Dihydrogenmonoxid so gefährlich ist, wenn ich euch da nicht den absoluten Quatsch erzählt habe. Na, vielleicht haben sie es ja auch recherchiert und wussten, was gemeint ist. Genau. Das klären wir dann einfach mal am Ende der Sendung auf und kommen mal zu dem, wie ich finde, ganz tollen Interview, was wir geführt haben. Thema der Woche. Ja, wir haben das Glück gehabt, in der vergangenen Woche mit Michael Blume zu sprechen. Werden wir gleich noch ausführlich vorstellen. Und wir haben über sein neues Buch, Warum der Antisemitismus uns alle bedroht, gesprochen. Das war einfach ein höchst interessantes Gespräch. Michael ist einfach ein sehr netter und einfach sehr, sehr, sehr kluger Mensch, das muss man ganz einfach mal sagen. Der sich wirklich freundlicherweise für uns Zeit genommen hat. Also ich hätte für meinen Teil am liebsten noch 2-3 Stunden weitergesprochen, einfach weil das unheimlich interessant ist, was er zu erzählen und zu berichten und auch zu analysieren hat rund um dieses Thema. Und wir sind wahnsinnig dankbar, dass wir diese Stunde mit ihm verbringen und sprechen durften. Ja, dann hören wir doch einfach mal rein in das Interview und hoffen, dass ihr das dann auch so interessant findet, wie wir es schon während des Interviews gefühlt haben und auch jetzt immer noch finden. Hoaxilla Interview. Bei uns zu Gast heute, und darüber freuen wir uns außerordentlich, Michael Blume bei uns in der Sendung. Hallo Michael.
Hi, ihr zwei. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Und ich habe jetzt mal bei Wikipedia reingeguckt, damit ich dich auch vernünftig vorstelle und nichts vergesse. Wahrscheinlich steht da auch wieder nicht alles drin. Aber du wirst hier bei Wikipedia geführt als deutscher Religionswissenschaftler und Referatsleiter für nichtchristliche Religionen im Staatsministerium Baden-Württemberg. Und du bist Beauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus. Ist das so alles korrekt? Ja, das ist so. Also ich habe als Religionswissenschaftler ist das, was ich studiert habe, wo ich auch darüber promoviert habe, die Doktorarbeit über Religion und Hirnforschung. Und wie das so ist, dann kommen im Laufe der Jahre dann natürlich immer auch neue Aufträge dazu. Wobei den heftigsten, den hast du noch gar nicht erwähnt, aber alles, was du erwähnt hast, stimmt. Okay, was ist denn der heftigste? Naja, also ehrlich gesagt war für mich das heftigste Jahr, das Jahr 15, 16, wo ich das Sonderkontingent des Landes Baden-Württemberg geleitet habe und wir 1.100 Frauen und Kinder aus dem Nordirak rausgeholt haben, vor allem Jesidinnen, Christinnen mit ihren Kindern und darunter zum Beispiel die spätere Friedensnobelpreisträgerin, die Nadia Murad. Das war natürlich, sag ich mal, etwas, was man für den Rest des Lebens mit sich trägt, im Guten wie im Bösen. Wie ist es dazu gekommen, dass du da maßgeblich beteiligt gewesen bist an diesem Einsatz? Ja, es war so, dass ich damals schon Referatsleiter war für damals Kirchen und Religionen, also wie man gescherzt hat, für alles, was betet im Ländle, und das ist eine Menge. Also bei uns wird viel gebetet. Und war deswegen auch schon für die Jesiden zuständig. Und ich kannte die Jesiden auch schon. Ich hatte sogar mal ein paar Sachen drüber geschrieben, über den jesidischen Glauben. Und als dann der Flüchtlingsgipfel in Baden-Württemberg gesagt hat, wir möchten das machen, wir möchten 1.000 Frauen und Kinder retten, die sonst gar keine Überlebenschance mehr haben, da war das am Anfang so eine theoretische Zuständigkeit. Und am Tag vor Weihnachten 2014 fragte mich dann der Ministerpräsident, ob ich denn bereit wäre, diese ganze Mission zu leiten, zu übernehmen. Und dann hatte ich ein gutes Thema für die Weihnachtsfeiertage mit meiner Frau zu besprechen. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Vielleicht für alle diejenigen, die das nicht ganz einordnen können, Jesiden, magst du da zwei Worte zu sagen? Was ist das für eine Gemeinschaft? Ja, die Jesiden sind eine kleine Religionsgemeinschaft in Syrien und im Irak, vor allem früher auch in der Türkei. Da gibt es aber kaum noch welche. Sie sind eine eigenständige religiöse Tradition, die zwar viele Verbindungen zu den Umliegenden, zum Judentum, Christentum, Islam hat, aber eigenständig ist. Und sie wurden schon in osmanischer Zeit sehr brutal verfolgt und werden jetzt vom sogenannten Islamischen Staat vernichtet. Einige Staaten nennen es bereits ein Genozid, was an ihnen geschehen ist und zum Teil noch geschieht. Und ja, das ist also, es gibt relativ viele Jesiden inzwischen in den USA, in Deutschland und in Schweden, weil dort die Frage ist, ob sie überhaupt in der Region überleben können. Ja, das sind die Jesiden. Wer Karl May noch kennt, durchs wilde Kurdistan zum Beispiel, dort werden die Jesiden auch geschildert. Aber er war ja selber gar nie da. Ja, genau, er hat das ja nur zusammengetragen. Das ist eine Geschichte, Michael, wir haben uns sogar, also zumindest per Audio, kennengelernt bereits im Jahr 2017. Ich habe das nochmal nachrecherchiert. Da warst du nämlich in einer meiner anderen Produktionen, dem Psychotalk, zu Gast. Damals noch über die Verbindung mit Sebastian Bartoschek, mit dem du damals zusammengearbeitet hast. Und da hast du das auch schon erzählt, diese Geschichte. Und das ist ein Thema, was mich bis heute tief beeindruckt, weil du ja nicht nur, ich sage mal, als Schreibtischtäter und Kugelschreiber-Schubser diese ganze Aktion der Befreiung geleitet hast, sondern du warst dann auch selber im Nordirak. Das heißt, du hast, ich will das jetzt nicht überhöhen, aber Leib und Leben war auch gefährdet, sagen wir mal zumindest von dir, ja, oder? Das war natürlich eine Sache, die bei mir auch so den Glauben, dass es auch Gutes im Menschen gibt, trotz allem aufrechterhalten hat, war, dass es eigentlich gar nicht schwer war, Freiwillige zu finden. Also wenn du auf Leute zugehst und ihnen sagst, es ist gefährlich und wir müssen da direkt ins Krisengebiet und nah an den IS, wir müssen die Menschen rausholen, die sonst keine Chance haben. Ich habe 14 Leute gefragt und 12 haben zugesagt. Also das ist schon der Hammer, wie das sozusagen dann auch geht. Und
Was mich natürlich dann im Irak eben erschreckt hat, und das war dann jetzt auch die Brücke dann zu den beiden Büchern Islam in der Krise und jetzt warum der Antisemitismus uns alle bedroht ist, dann zu sehen, dass dieser massive Verschwörungsglauben, ja, der auch im Irak, was immer eine große Hochkultur war, ja, mit einer riesigen Bibliothek gepackt hat, dass der heute so die Gesellschaft zerstört und dass eben auch den Jesiden vorgeworfen wird, sie wären Verschwörer mit dem Teufel und mit den Zionisten. Also man muss sich wirklich klar machen, so massiv unterschiedlich die Ideologien des deutschen Nationalsozialismus und des arabischen Islamismus sind. Was diese beiden tatsächlich verbindet, war und ist der Antisemitismus. Die behaupten beide, sie würden sich ja nur gegen Verschwörer verteidigen und rechtfertigen damit Mord auch an Frauen und Kindern. Die deutschen Nationalsozialisten an Jüdinnen und Juden natürlich, aber auch an zum Beispiel an den christlichen, überwiegend christlichen Sinti und Roma. Ja. Und die Truppen des sogenannten Islamischen Staates rechtfertigten damit ihren Mord auch an Jesidinnen und Jesiden. Und da wird einem dann schon kalt, wenn man quasi, ich war in Deutschland zuständig für Massengräber und dann fahre ich in den Irak und stehe da wieder an Massengräbern. Und der Wahn der Menschen dazu führt, solche Verbrechen zu begehen, war in beiden Fällen antisemitischer Verschwörungsglaube. Und das war schon ein Moment, wo man dann denkt, oh Gott, wir Menschen lernen es irgendwie nie. Wir fallen immer wieder in die gleichen Fallen des Hasses. Jetzt könnte man ja sagen, wenn man den Advocatus Diaboli spielen würde, okay, das war jetzt im Rahmen des IS, das ist ja kein Wunder, dass die auf andere Religionen einprügeln und neben ihrer eigenen Ideologie nichts anderes gelten lassen. Das ist irgendwie so ein Problem, was ganz furchtbar weit weg ist. Welche Erfahrungen hast du da gemacht, gerade auch wenn du vielleicht versuchst zu vermitteln, was dir da bei diesem Einsatz auch emotional passiert ist? Also wenn du das sozusagen hier in Deutschland den Menschen vermitteln möchtest, stößt du da eher auf ja, Anerkennung, Zustimmung oder passiert es dir auch, dass da jemand sagt, ja, aber das geht uns doch irgendwie nichts an, das interessiert uns nicht und im Übrigen haben wir unsere Ressentiments und bleiben ganz gerne dabei? Also es ist schon so, dass ich ganz viel Rückmeldungen bekomme, dass die Menschen sagen, also da sehen wir es ein. Diese Frauen und Kinder, die hätten es ja auch überhaupt nicht geschafft. Ja, das ist ja ein Problem, dass wir auch mal ehrlich sagen müssen, Aufnahme an der Grenze von Flüchtlingen ist auch eine Auswahl und nicht unbedingt eine gerechte. Denn dann hast du die Menschen, die entweder zum Beispiel junge Männer, die es allein über die Balkanroute schaffen oder Familien, die Schlepper bezahlen können. Aber also diese Frauen und Kinder, die wirklich teilweise gar nichts mehr hatten, die sexualisierte Gewalt erfahren hatten, bei mehreren Tätern schwerst traumatisiert waren, versucht haben, sich und ihre Kinder irgendwie am Leben zu halten, teilweise wieder Opfer von Gewalt geworden sind, auch nachdem sie entkommen konnten oder freigekommen sind. Das ist sozusagen, da habe ich schon eine ganz, viel Verständnis erlebt, dass Menschen gesagt haben, okay, da sehen wir es ein, da muss man wirklich helfen. Mir ist nur, und das muss man eben auch sagen, sehr, sehr klar, wenn irgendwas schiefgegangen wäre, dann würden die gleichen Leute jetzt oder viele der gleichen Leute jetzt sagen, unverantwortlich, wie kann man sich da so übernehmen? Religionswissenschaftler, das ist ja nicht mal gut, der war mal Soldat, aber das ist schon lange her. Das ist doch gar nicht, also da wäre sozusagen, nehme ich an, also der Grad zwischen Anerkennung und Verdammung ist sehr, sehr schmal. Und deswegen denke ich, darf man sich da auch nicht zu viel drauf einbilden. Ich bin einfach wahnsinnig froh, dass sowohl die Frauen und Kinder wie auch vor allem mein Team, dass wir alle wieder da heil rausgekommen sind, körperlich und auch psychisch denke, es war das härteste Jahr meines Lebens, aber vielleicht auch das sinnvollste. Und ich sage den Leuten auch immer, also dass der Hass, der im Orient tobt und dort die Gesellschaft zerstört, ja auch eng verwandt ist mit dem Hass, der Europa zerstört hat. Ja. Dass wir nicht so tun können, als ob uns das nichts angeht, sondern wir haben ja gerade durch das Internet gerade weltweit wieder ein Aufflammen von Antisemitismus und Rassismus bis in die Europäische Union hinein. Dass wir also nicht einfach sagen können, wir machen die Grenzen dicht und dann geht uns der Rest der Welt nichts mehr an. Ja. So hat die Welt nie funktioniert und so funktioniert sie heute weniger denn je. Das sind unsere direkten Nachbarn und wenn dort Völkermorde stattfinden, Bürgerkriege stattfinden, dann betrifft uns das.
Ich sage vielen Menschen, dass sie mich inspirieren und dass sie mich bewegen in vielen Dingen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Michael, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, von dem ich sagen kann, er hat mit einem Team dann auch zusammen natürlich, aber 1000 Menschen das Leben gerettet. Das, glaube ich, kann man fast so stehen lassen. Das ist wirklich eine Geschichte, die mir den höchsten Respekt abzollt. Und das will ich dir einfach nur nochmal sagen, weil das einfach eine so wichtige Geschichte ist. Und du in deinen Büchern, darüber wollen wir jetzt ja gleich auch nochmal sprechen, insbesondere über dein ganz neues Buch, ja auch viele dieser Erfahrungen einfließen lässt und damit auch einen ganz anderen Blick zum Beispiel auf das Thema Antisemitismus hast. Wir sind fast gleich alt. Du bist im Juni 76 geboren, ich bin im Dezember 75 geboren. Wenn ich mich zurückerinnere, und das sage ich gerne bei Vorträgen, die wir so halten, und wir dürfen demnächst sogar selber einen Vortrag zum Thema Antisemitismus halten, zu dem wir eingeladen worden sind, und ich bin sehr froh, dass wir vorher jetzt nochmal mit dir das Interview machen, weil dann das ist so etwas so, ich darf mich jetzt auf dich beziehen und habe mit jemandem gesprochen, der sich wirklich mit diesem Thema Antisemitismus auskennt. Aber so im Alter von 17, 18 Jahren zur Abiturzeit hatte ich das Thema Drittes Reich, Antisemitismus irgendwann ziemlich satt, weil ich damals gedacht habe, wir haben das jetzt verstanden in Deutschland, das war alles ganz grässlich, aber wir sind ja viel schlauer geworden, das passiert ja nicht mehr wieder. Jetzt sind ein paar Jahre vergangen. Wie war das denn mit dir so mit 17, 18? Ich meine, gut, du hast Religionswissenschaften studiert, das heißt, eine Nähe zum Thema Religion war bei dir eh gegeben. Aber hättest du geglaubt, dass du 20 Jahre später mal ein Buch zum Thema Antisemitismus schreiben, ich sag mal, musst, weil du meinst, das Thema ist so wichtig, dass du darüber jetzt ein Buch schreiben musst? Nee, also ich hätte auch das damals nicht erwartet. Und übrigens kann ich auch sagen, das sind mit die häufigsten Rückmeldungen, die ich auch bekomme von Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen, Schülern, dass sie sagen, die Pädagogik, die wir heute haben zum Thema Erinnerung und Holocaust, die passt einfach nicht mehr. Es sind zu viele Wiederholungen, es ist zu weit weg, es ist sozusagen auch nicht klar, man soll Mitleid haben mit Jüdinnen und Juden und Roma und Sinti, aber Mitleid ist noch nicht Wertschätzung. Mhm. Vor allem ist es, kann es unter Umständen immer noch dazu führen, dass man die Menschen trotzdem als fremd wahrnimmt, als nicht dazugehörig. Also da ist ein großes Problem und das hängt natürlich tatsächlich damit zusammen, dass man eigentlich davon ausgegangen ist, das Thema Antisemitismus habe sich erledigt. Das sei ein historisches Thema, das müsse man machen, damit es nicht wiederkommt und gut ist. Und ich habe das selber, persönlich bin ich damit konfrontiert worden, als ich damals im christlich-muslimischen Dialog war und dann einige Christen und einige Muslime gemeint haben, man müsse den Dialog gegen Juden führen. Also Christen und Muslime müssten sich gegen Juden zusammenschließen. Da haben wir gesagt, was soll das denn? Ja, also man führt doch nicht einen Dialog, um jetzt wieder Feindbilder aufzubauen. Und damals sind wir auf die jüdische Gemeinde zugegangen und vor allem den Meinhard Tene, das wurde dann ein enger Freund, damalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde hier in Württemberg, der israelitischen Religionsgemeinschaft, Holocaust-Überlebender, der große Teile seiner Familie verloren hat, der wirklich die Schrecken durchlebt hat und trotzdem sich total gefreut hat, dass endlich junge Leute sagen, hey, wir müssen da ran, das kann doch nicht wahr sein, dass da Leute wieder anfangen, gegen Juden zu hetzen. Das war sozusagen auch einer der Gründe, warum ich überhaupt Religionswissenschaft studiert habe, dass ich gemerkt habe, irgendwie diese Themen, die sind gar nicht weg, die sind wieder da. Aber wo kommen überhaupt diese Vorurteile her und dieser Hass? Und dann 2005 war ich selber sogar zuständig für den Fund eines Massengrabs am Stuttgarter Flughafen, habe dort vermittelt eine würdige Wiederbestattung organisiert und ging immer noch davon aus, das sei ein historisches Thema. Und ich erinnere mich noch an den Meir Lau damals, den Oberrabbiner aus Israel, der eine mit den Nummern auf dem Arm aus Auschwitz eine flammende Rede hielt, wo er gesagt hat, lass uns dem Antisemitismus wehren. Ahmadinejad, schau dir an, was hier geschehen ist. Antisemitismus zerstört alle. Und sich dann aber an uns wandte und gesagt hat, wir sind in Deutschland zur alten Freundschaft zurückgekehrt. Also auch er, der davon ausging, in Deutschland wird das Thema Antisemitismus, das ist sozusagen aufgearbeitet. Ja, und dann eben war der Schock im Irak, wo ich ihm gesagt habe, gemerkt habe, da ist der Antisemitismus so massiv, dass er die gesamte Gesellschaft zerstört. Man muss sich mal klar machen,
die Leute werfen sich das gegenseitig vor. Also ich kriegte dann zu hören, Herr Blume, der Erdogan, ja, das ist doch ein Jude. Den haben doch die Juden eingesetzt, um die Türkei zu zerstören. Oder der Islamische Staat, das seien doch gar keine Muslime, das sei doch der Mossad, der israelische Geheimdienst. Und der al-Baghdadi, der selbsternannte Kalif des sogenannten Islamischen Staates, der heiße Simon Elliott und sei ein jüdischer CIA-Agent. Und wenn ich dann immer noch gesagt habe, also Leute, das geht nicht, dann kam, ja, Herr Blume, aber man weiß doch, alle 4000 Juden haben das World Trade Center verlassen ihre christlichen und muslimischen Kollegen dem Tod überlassen. Das weiß man doch. Und ich habe mir damals dann die Daten angeschaut und habe tatsächlich gesehen, dass der Anteil der Menschen sinkt in der arabischen Welt, die zum Beispiel sagen, die Anschläge des 11. September war Al-Qaida, sondern überwiegend der Anteil steigt. Es ist inzwischen sind Mehrheiten in vielen Ländern, die sagen, das war eine jüdisch-westliche Verschwörung. Und da wird es dann wirklich problematisch, wenn sich sozusagen völlig unterschiedliche Geschichtsbilder entwickeln. Und dann Abschluss komme ich zurück nach Deutschland im Januar 2016 und im März 2016 haben wir Landtagswahlen und plötzlich sitzt in unserem wunderschönen baden-württembergischen Parlament unter anderem ein Abgeordneter, ein Arzt mit bayerischen Wurzeln, der offiziell verkündet, die Protokolle der Weisen von Zion wären echt. Es gäbe die Weltverschwörung aus Freimaurern und Juden, die kontrollierten die Presse. Und plötzlich ist das Thema Antisemitismus sogar wieder im baden-württembergischen Landtag. Und da habe ich gemerkt, hier verschwindet gar nichts. Das Thema ist wieder da und eigentlich hätten wir schon viel früher es sehen müssen, dass es wiederkommt. In deinem aktuellen Buch, das den Titel trägt, wir können es ja auch einmal nennen, Warum der Antisemitismus uns alle bedroht, machst du einen Exkurs, um einfach auch zu zeigen, wo überall so antisemitische Geschichten drin hängen, der mich total überrascht hat, weil es so offensichtlich ist, aber ich nie darüber nachgedacht habe. Du zitierst einen der beliebtesten James-Bond-Filme. Und der Bösewicht in diesem James-Bond-Film heißt Arik Goldfinger. Und das ist im Prinzip ja eine jüdische Figur, die da beschrieben wird. Jay Fleming hat die Figur des Goldfingers sogar nach einem realen, ihm bekannten jüdischen Architekten gezeichnet und auch im Text so ausgewiesen. Es gab dann sogar eine anwaltliche Auseinandersetzung darüber. Und das Faszinierende und Bedrohliche ist, dass das natürlich praktisch niemand weiß. Also das mal Goldfinger. Die Leute sagen, in Umfragen ist es regelmäßig der beliebteste Bösewicht, ja, der sozusagen irgendwie wirkt es glaubwürdig, der dann viel Geld, Verschwörung und seine Ex-Geliebten mit Gold überzieht. Und ich glaube, das zeigt, wie tief verwurzelt, auch unbewusst verwurzelt, einfach solche Mythen sind, solche Bilder und Vorstellungswelten sind. Und ich zitiere ja eben George Orwell, der schon 1945 plädiert hat, gesagt hat, über den Antisemitismus sollten nicht nur diejenigen forschen, die meinen, dass sie hätten da, sie seien da völlig immun dagegen, sondern gerade diejenigen, die erkennen, dass diese Art von negativen Mythen, Vorurteilen und Stereotypen uns alle betreffen kann. Alle übrigens, auch arabische Menschen, jüdische Menschen selbst. Also diese üblen Vorstellungen, dass es eine Weltverschwörung gäbe mit Juden und Nichtjuden an der Spitze, die ist uralt und die ist tief eingesunken bis in die Populärkultur, in die Rap-Songs, in Sprichwörter und Bibelübersetzungen. Und deswegen ist das sozusagen kein Oberflächenphänomen, wo man sagen kann, das verschwindet so ein. Jetzt beschäftigst du dich ja auch mit der Frage oder erläuterst, warum Antisemitismus nicht einfach eine weitere Verschwörungstheorie oder du sagst ja immer Verschwörungsmythos ist. Vielleicht haken wir da kurz erst ein. Warum magst du den Begriff Verschwörungstheorie nicht? Ja, der Begriff Verschwörungstheorie stammte ursprünglich aus der Kriminologie und da sagte man, Polizisten müssen verschiedene Theorien ausschließen. Wenn sie eine Leiche finden, dann ist die Frage, ist es ein Unfall? Ja, die Unfalltheorie, ist das eine Krankheit oder ist das eine Verschwörung? Ja, Conspiracy Theory. Mhm. Und dieser Begriff hat sich dann später sozusagen durchgesetzt.
Aber ich halte ihn für hochproblematisch, weil er eigentlich den ganzen Bereich schon in der Wissenschaft verortet. Also wir framen die Diskussion über Verschwörungsmythen, als wären es ernsthafte wissenschaftliche Theorien wie die Evolutionstheorie oder die physikalischen Relativitätstheorien. Und wenn man dagegen anargumentiert, wird dann auch sofort gesagt, naja, also Herr Blume, wollen Sie behaupten, es gäbe gar keine Verschwörungen? Ja, weil natürlich gibt es Verschwörungen im echten Leben, ja. Aber es macht eben einen großen Unterschied, ob ich überprüfbare Verschwörungsgeschehen habe. Dafür haben wir Medien, dafür haben wir Staatsanwaltschaften, dafür haben wir parlamentarische Untersuchungsausschüsse, dafür ist ja unser ganzer Rechtsstaat auch da, um echte Verschwörungen aufzudecken. Aber jetzt zu sagen, die ganze Welt wird von finsteren Mächten beherrscht und die agieren aus dem Hintergrund, das ist sozusagen nicht mehr Theorie, das ist nicht mehr sozusagen empirische Überprüfbarkeit, sondern da betreten wir den Bereich von Religionspsychologie und einem Weltverschwörungsglauben, der eindeutig mehr mit religiösen Überzeugungen zu tun hat als mit wissenschaftlichen Überzeugungen. Deswegen halte ich den Begriff Verschwörungstheorie für hochproblematisch. Und wenn jemand antisemitische Verschwörungstheorie als Begriff verwendet, dann weiß ich, okay, da liegt eine völlige Unterschätzung von dem vor, mit dem wir eigentlich zu tun haben. Ich möchte das an einem Beispiel einfach verdeutlichen. Ja. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, in Gesprächen, auf meinem Blog und in Büchern, an Universitäten, dass die Illuminaten, ja, diese Verschwörungsgruppe, die gab es im 18. Jahrhundert 10 Jahre in Bayern. Und dann wurden die verboten. Ja. Und im 19. Jahrhundert, seit dem 19. Jahrhundert, ist nicht mehr nachweisbar, dass es noch je irgendwo eine echte Illuminatenverbindung gegeben hätte, sondern die werden zum Verschwörungsmythos. Wenn ich jetzt aber Leute darauf hinweise, die an Illuminaten glauben, und ich sage ihnen, hören Sie mal, die sind seit dem 19. Jahrhundert überhaupt nicht mehr nachweisbar, dann lautet die Antwort, da sehen Sie mal, wie gut die sind. Das heißt ja. Sozusagen, das Fehlen von Belegen für die Existenz wird erst recht genommen als Beweis dafür, dass sie doch existieren, aber eben besonders mächtig sind. Und da sind wir natürlich nicht mehr im Bereich von Wissenschaft, da sind wir im Bereich von Religion. Genau, wir sagen, was wir immer schon gesagt haben, ist mal das geschlossene Glaubenssysteme im Prinzip ja dann am Ende sind diese Verschwörungsmythen. Und was wir schon lange nicht mehr sagen, ist, dass wir Menschen Verschwörungstheoretiker nennen, sondern wir versuchen immer zu sagen verschwörungsgläubige Menschen. Das finden wir den etwas schöneren Begriff und wir werden und haben damit jetzt auch angefangen, gerade nochmal nach der Lektüre deines aktuellen Buches, nochmal wirklich zu sagen, Verschwörungstheorie ist auch wirklich kein schöner Begriff. Ja, weil natürlich, man kann die Verschwörungstheorie aufstellen, dass deutsche Autokonzerne an Abgasmotoren manipuliert haben. Dann kann man das nachprüfen und kommt zum Ergebnis, ja, da ist was dran. Und jetzt gibt es ja sogar Gerichtsverfahren dazu, Untersuchungsausschüsse dazu. Ja. Ja, das heißt, dann selbstverständlich würde kein vernünftiger Mensch bestreiten, dass es echte Verschwörungen gibt. Nur der Sprung zu sagen, Zionisten und Illuminaten beherrschen die ganze Welt und alles, was in den Medien steht, wird zentral gesteuert und die Angela Merkel ist selber eine heimliche Jüdin und hat die Deutschland GmbH an die Reptiloiden verkauft, ja, das ist dann natürlich nicht mehr im Bereich von überprüfbarer Theorie, sondern dann sind wir tatsächlich im Bereich von Mythen und deswegen bin ich euch dankbar, wenn ihr dazu beitragt, dass wir das dann eben auch als Mythen benennen. Und trotz allem sagst du, dass der Antisemitismus, da sage ich übrigens immer, wenn ich darüber rede, antijüdische Tendenzen, weil ich immer keine Lust habe, du hast immer einen dazwischen sitzen, der sagt, ja, aber Semiten, das sind doch, und dann wollen die schon wieder in so eine andere Schiene rein und ich benenne das gerne als antijüdische Tendenzen, aber das nur so eine Randnotiz. Du sagst, dass antisemitische Verschwörungsmythen aber nochmal was anderes sind als Geschichten rund, sag ich mal, um den 11. September oder Chemtrails. Du misst dem nochmal eine andere Bedeutung in deinem Buch bei. Vielleicht magst du das nochmal ausführen, warum für dich der Antisemitismus nicht ein ganz normaler Verschwörungsmythos ist. Ja, ich meine, letztlich hast du es gerade schon selber auch formuliert. Ganz viele Menschen glauben immer noch, Semiten wären eine Rasse. Ja. Also das wäre etwas, was biologisch vererbt wird und dann heißt es dann, also Herr Blume, die Araber, das sind doch auch Semiten, das können also gar keine Antisemiten sein oder
der Mensch, der stammt ja selber von Juden ab, das kann also gar kein Antisemit sein. Also das heißt, da wird sozusagen ein rassistisches Denken sogar noch im Begriff Semitismus getragen. Und da ist natürlich, wo ich ganz klar sagen muss, liebe Leute, der Sem ist ein Vorfahr von Abraham. Das ist ein mythologischer Vorfahr, genau eben wie Abraham. Und es war schon immer so, dass Menschen, die zum Beispiel zum Judentum konvertiert sind, völlig unabhängig von ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft, selbstverständlich zu einem Kind von Abraham, zu einem Urahn von Sem geworden sind. Das heißt also, das ist sozusagen, das war nie eine Rasse. Wir sprechen hier von einer religiösen, von einer mythologischen Figur. In der Bibel ist Sem, übrigens auch im Koran, ist Sem einer der Söhne von Noah. Und in der jüdischen Überlieferung ist er derjenige, der als allererste eine Schule gegründet hat. Und zwar auf Basis von Alphabetschrift. Das heißt, mit Sem beginnt in der jüdischen Überlieferung, in der jüdischen Mythologie, die Verschriftung von Religion und Recht, der Glaube daran, dass eine gute Macht die Welt regiert, der wir vertrauen können, dass wir die Welt erforschen können, dass die Zeit auf ein Ziel zugeht. Also wir sprechen hier von tiefen Mythen, die die ganzen semitischen Religionen, die abrahamitischen Religionen dann auch geprägt haben. Und dagegen wendet sich dann der Antisemitismus. Das heißt, das hat null mit Rasse oder mit Genen zu tun, sondern wir haben eine Auseinandersetzung zwischen Mythologien, positive Mythologien, die Weltvertrauen vermitteln. Die sagen, du hast auf dieser Welt eine Aufgabe, das Leben hat einen Sinn, Menschen haben Rechte, auch alles Dinge, die man nicht beweisen kann, aber an die man mit guten Gründen glauben kann. Und eben negative Mythologie, die antisemitische Mythologie, die sagt, die Welt wird von Verschwörern regiert, sie steht am Abgrund, die Demokratie funktioniert nicht, Menschenrechte gibt es nicht, es gibt nur die Rassen. Das heißt, da stehen sich zwei Mythensysteme gegenüber. Und wenn man das versteht, dann, glaube ich, wird klar, warum der Antisemitismus eben nicht einfach nur irgendein Rassismus ist, sondern eine Urform, eine uralte mythische Form, mit der wieder und wieder unsere Zivilisation und unsere Gesellschaften angegriffen werden. Noch einmal Hinweis, im Irak gibt es gar kein jüdisches Leben mehr. Da wurden die letzten Jüdinnen und Juden, 140.000, die ältesten jüdischen Gemeinden der Welt damals, wurden vertrieben nach der Staatsgründung Israels, die letzten unter Saddam Hussein. Und trotzdem ist der Antisemitismus nicht verschwunden, weil die Leute sich jetzt halt Juden erfinden und dann halt sagen, die Schiiten, die Sunniten, der Bagdadi, der Erdogan, das seien jetzt die Juden. Und da kann man eben sehen, dass das nicht einfach nur ein Vorurteil ist, sondern was sehr viel gefährlicher ist. Das ist sowohl erschreckend als auch, wenn man sich das so wissenschaftlich und kulturgeschichtlich anguckt, faszinierend, was du da ausgeführt hast. Spielt in diesem Themenkomplex eventuell auch ein höchst problematisches Geschichtsbild, was wir heute tatsächlich auch in Deutschland haben, eine Rolle, wenn es nämlich heißt, ja, früher waren die Rassen alle streng getrennt und die Kulturbereiche streng getrennt und da hatte Deutschland eine Kultur und Frankreich hatte eine Kultur und heute leben wir im absoluten Chaos, alles vermischt sich miteinander, das hat es ja früher nie gegeben und das stürzt uns alle in große Probleme und in Abgründe. Was ja, also das hast du ja auch eingangs einmal so im Nebensatz erwähnt, also so hat die Welt halt nie funktioniert. Ist das vielleicht auch ein großes Problem, was wir in der Gesellschaft haben, diese Sichtweise? Ganz genau, das ist der Punkt, weil das natürlich auch eben Mythen sind, die auch schon sehr rassistisch und antisemitisch eingefärbt sind. Der Begriff der Rasse selber entsteht im 15., 16. Jahrhundert in Spanien, wird dort aufgegriffen, verwendet aus dem arabischen Ras für Kopf, Herkunft. Das heißt, jetzt wird den Nachfahren von Juden und Muslimen, die wurden vertrieben. Das heißt, es durften nur diejenigen bleiben, die bereit waren zu konvertieren. Und jetzt wird gesagt, den Kindern Sems, den Nachfahren von Juden und Muslimen, die sind gar nicht richtig getauft. Das sind Neuchristen, die haben die falsche Razza, die falsche Rasse. Und vor allem gegen die Nachfahren von Juden wird dann gesagt, bis in die 21. Generation hinweg, das wären immer Verschwörer, die wären gegen die Christen. Da taucht zum Beispiel auch die
Vorstellung auf, dass sich die Natur wehrt, dass also behinderte Kinder, Kinder mit Behinderungen, das sei eine Rache der Natur, die sich auflehne gegen diese teuflische Verschwörung. Das heißt, da wird also werden auch Vorurteile gegen Menschen mit Behinderung werden verknüpft. Ja? Vorurteile gegen Menschen mit anderer Hautfarbe. Es entsteht der Begriff des Negers. Es wird die Sklaverei gerechtfertigt in diesem Kontext, weil man sagt, die haben auch die falsche Razza. Die dürfen verkauft werden, auch wenn sie Christen sind. Das heißt, da haben wir schon vor der Entstehung der modernen Biologie, haben wir das, es ist eigentlich ein innerchristlicher Kampf um die Frage, ist die Taufe gültig? Und jetzt wird bestritten, dass die Taufe tatsächlich Menschen gleich macht, sondern es wird gesagt, wer die falsche Razza hat, der ist nicht wirklich getauft und der darf ermordet, verfolgt werden, die Inquisition eskaliert und die Kinder Sems werden unter Verschwörungsverdacht gestellt. Wir finden da schon alle antisemitischen Mythen, die wir heute haben. Das geht dann so weit, dass zum Beispiel gesagt wird, man erkenne die verschwörerischen Juden, ja, also die ja nur Scheinchristen seien, die Kinder Sems daran, dass sie sich im christlichen Gottesdienst besonders hervortäten. Also selbst wenn man besonders fromme Christin, besonders frommer Christ war, hat einen das nicht davor geschützt, der Verschwörung bezichtigt zu werden. Und leider, leider haben wir diese Vorstellung von Rassen heute noch ganz stark. Es wird der Nationalstaat wird naturalisiert, als ob es den immer gegeben hätte. Ja. Stattdessen ist auch der Nationalstaat ein Kind des Zeitungsdrucks. Ja, er wird Nationalstaaten werden erst denkbar, als Tageszeitungen erscheinen ist ein Medienprodukt. Und ich plädiere dringend dafür, dass wir unseren Geschichtsunterricht umstellen und dass wir endlich beginnen zu begreifen, dass Menschen ihre Identitäten immer konstruieren und zwar immer auf der Basis der Medien, die ihnen zur Verfügung stehen. Ja. Menschen, die sich sprachlich ihre Identität konstruieren, machen das anders als Menschen, die das auf Basis von Schrift tun, machen das anders wie Menschen auf Basis von Buch- und Zeitungsdruck, machen das anders wie Menschen in Radio und Film und ganz aktuell machen das wiederum anders wie Menschen im Internet. Und wenn wir das nicht begreifen, dann sind wir sozusagen ständig mit völlig veralteten Geschichtsbildern und Mythen unterwegs und davon profitieren dann eben Rassisten, Populisten und Antisemiten. Ganz, ganz wichtiges Plädoyer, was du da machst, dreimal unterstrichen unsererseits hier, man sieht es nicht, aber ich habe hier gerade den virtuellen Stift und unterstreiche das. In deinem Buch, und du hast es jetzt gerade angesprochen, wirfst du ja auch eben genau den Blick in die neuen Medien hinein. Und auch diesen Teil fand ich sehr, sehr interessant, wie du das aufbereitet hast. Wie ist es denn? Gibt es wieder mehr Antisemitismus generell in der Gesellschaft? Oder ist er nur lauter geworden im Internet? Ja, also ist ja die große Frage gewesen, die mir Menschen gestellt haben, wieder und wieder und immer wieder. Herr Blume, warum ist das Thema wieder da? Und vor allem, warum ist es weltweit da? Also es ist ja nicht nur so, dass man jetzt sagen könnte, nur Deutschland oder nur der Orient oder nur die USA, sondern es ist ja weltweit. Ja. Und wenn wir uns zum Beispiel die Daten anschauen, Befragungen unter Jüdinnen und Juden selber, dann erleben die zum Beispiel auch in Polen, in unserem Nachbarland, einen massiven Anstieg von antisemitischen Vorfällen und Übergriffen. Und dort wird das eben zum Beispiel zurückgeführt, vor allem auf christliche Fundamentalisten, auf Rechts- und Linksextreme. In Deutschland haben wir einen höheren Anteil von muslimischem Antisemitismus beispielsweise. Das heißt also, man kann tatsächlich sehen, das ist nicht nur eine Gruppe, sondern das ist tatsächlich ein globales Phänomen. Und natürlich habe ich dann eben auch, wie sich das von Religionswissenschaftler gehört, guckt man dann, finden wir da Erklärungen und es gibt eine sehr starke Erklärung, die meines Erachtens ja auch im Vorgängerbuch Islam in der Krise schon die Krise der islamischen Welt sehr gut erklären konnte, nämlich die Frage von Medien. Mhm. Immer dann, wenn wir neue Medien haben und Buchdruck im 15. Jahrhundert, elektronische Medien, Radio und Film im 20. Jahrhundert, jetzt die digitalen Medien im 21. Jahrhundert, haben wir einen Ausbruch einmal von positiven Potenzialen erlebt, aber auch von Hass und Verschwörungsglauben. Also 1486 erscheint zum Beispiel der Hexenhammer, ja. Ja, wo Frauen vorgeworfen wird, dass sie sich mit dem Teufel und natürlich mit Juden verbünden, den Hexensabbat begehen. Ja, Hexensabbat ist auch schon ganz wieder spannend. Und wir haben einen Hass, wir haben die Hexenverfolgungen nicht im 12. und 13. Jahrhundert den Schwerpunkt, sondern wir haben
sie vor allem vom 15. bis ins 18. Jahrhundert. Genau, und einen regelrechten Hexenverschwörungsglauben. Also es ist teilweise sogar die Rede von einer Hexenverschwörung. So ist es. Und heute, wenn wir heute zum Beispiel, wer sich heute mit Internetkultur beschäftigt, der wird darauf treffen, wie gerade auch Frauen im Internet voller Hass verfolgt werden, Politikerinnen voller Hass verfolgt werden. Und ja. Die Mythen dahinter sind wesentlich die gleichen. Da wird dann also wieder gesagt, das ist eine Weltverschwörung und die Frauen lassen sich mit den bösen Mächten ein und die stören uns beim Computerspielen und verkaufen die Bundesrepublik oder den Irak. Ja, also das ist sozusagen das Mythensetting ist sich wahnsinnig ähnlich. Ja, und natürlich 20. Jahrhundert, die Nationalsozialisten haben ganz gezielt Radio und Film genutzt, um die Demokratie zu zerstören. Und deswegen beginnt ja auch der Aufbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 1945. Es ist eine direkte Antwort auf die Medienkrise, den Niedergang des Mediensystems der Weimarer Republik. Da sagt man, das darf nie wieder passieren. Mhm. Ja, und jetzt ist auch klar, warum populistische Bewegungen grundsätzlich versuchen, das Mediensystem, das öffentlich-rechtliche Mediensystem zu übernehmen oder zu zerstören. Und wir haben heute wieder eine tiefe Medienkrise weltweit. Und die geht wieder einher, einerseits mit tollen neuen Innovationen, aber eben auch mit furchtbaren Verschwörungsmythen. Und ich sage auf Vorträgen beispielsweise, mir kann noch keiner erklären, wie eine Demokratie überhaupt funktionieren soll, wenn es keine lokalen Medien mehr gibt. Wenn niemand mehr berichtet vom Gemeinderat, von der Oberbürgermeisterin, von der Landtagsabgeordneten, wenn die lokale Politik verschwindet aus der Wahrnehmung, und die Menschen das Gefühl haben, Politik ist nur noch die großen globalen Themen, an denen sie nichts mehr ändern können, dann verlieren sie das Gefühl von Selbstwirksamkeit und ihr seid ja auch psychologisch unterwegs. Ja. Sinkende Selbstwirksamkeit ist der Faktor, der am stärksten wiederum Verschwörungsglauben begünstigt. Und da wird es dann also richtig, richtig gefährlich. Mein Plädoyer ist immer, dass wir, nachdem der Buchdruck und die elektronischen Medien unsere Gesellschaften zerstört haben, diesmal schlauer sein müssen. Diesmal dürfen es die Populisten nicht schaffen. Aktuell, die Zahlen, die du in deinem aktuellen Buch zitierst, geben so den Hinweis darauf, dass zumindest die sagen wir mal, rassistischen Ressentiments im Moment zumindest noch auf einem gleichbleibenden Niveau bleiben, aber die Anzahl von rassistischen und auch antisemitischen Äußerungen im Netz stark ansteigend sind. Fasse ich das so richtig zusammen? Ja, also die Daten sind von Land zu Land, natürlich gibt es Unterschiede. Das hängt auch stark zum Beispiel von Verhalten der Regierungen ab. Ja? Mhm. Also zum Beispiel in Ungarn haben wir eine Regierung, die antisemitische Mythen offiziell propagiert und zum Beispiel den George Soros als vermeintlichen Superverschwörer sogar über die EU-Kommission, über den Jean-Claude Juncker darstellt. Aber für Deutschland kann ich sagen, die Daten zeigen nicht, dass die Zahl der Antisemiten steigen würde oder der Anteil der Antisemiten steigen würde. Aber die Leute, die antisemitisch und rassistisch unterwegs sind, die radikalisieren sich im Netz, die werden sozusagen, die ziehen sich in ihre Filterblasen zurück. Ich habe ja schon seit um die 15 Jahre, das begann 2003, habe ich rechte Trolle, die sozusagen da meiner Frau und mir da hinterherstellen, christlich-muslimische Ehe, das geht gar nicht und so weiter. Und das wird immer mehr und das wird immer aggressiver. Also ich erlebe das sozusagen auch selber. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich dazu, was zum Beispiel eine Charlotte Knobloch erlebt oder was der Zentralrat der Juden an E-Mails bekommt. Und alle Auswertungen, die wir da haben und alle Befragungen zeigen, der Hass radikalisiert sich im Internet. Es kommen neue Phänomene dazu, germanische neue Medizin zum Beispiel, wo Leute als Impfkritiker starten und dann als Antisemiten enden. Und diese Phänomene sozusagen radikalisieren. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass die große Mehrheit der Bevölkerung gebildet und reflektiert genug ist, um zu erkennen, was das für ein Abgrund ist. Aber wenn wir nur an die Reichsbürger denken, deren Zahl auch in Baden-Württemberg ständig zunimmt, dann müssen wir leider sagen, auch gebildete, formal gebildete Männer ab 50 Anwälte ohne jede Migrationsgeschichte sind nicht davor gefeit, in so einen Verschwörungsglauben abzudriften. Und das passiert täglich und das passiert vor allem am Internet. Vielen Leuten tut das Internet nicht gut. Die werden hasserfüllt, radikal, trollig und antisemitisch. Du hast vorhin kurz die schrecklichen Geschichten, die auch ja wirklich immer wieder in der Presse kursieren, über Soros angesprochen. Und das ist so ein Punkt, da hätte ich dich sowieso noch gefragt, weil
meiner Wahrnehmung nach, die ja wirklich also total subjektiv ist, weil ich keine Zahlen dazu habe und nix, sich so sehr durch die Gesellschaft zieht, dass sie auch an mich herangetragen wird von Leuten oder ich sie mir auffällt bei Menschen, bei denen ich das überhaupt nicht erwartet hätte, dass die solche Geschichten weitertragen. Ja. Haben diese furchtbaren Gerüchte und Geschichten über sowas für dich nochmal einen anderen Stellenwert? Und wie würdest du die einordnen in die aktuelle Lage? Ja, das zeigt für mich wirklich, wie gruselig und schnell die Entwicklung geht. Also ich habe im Juni 2018, also das ist noch ein Dreivierteljahr her, habe ich zum ersten Mal gebloggt über den sogenannten Hutenplan. Ja, also das ist ein rassistischer, antisemitischer Internetmythos, wo gesagt wird, dass die Zuwanderung nach Europa, die Flüchtlingsbewegung, da stecken die Juden dahinter, die haben den Orient zerstört und jetzt treiben sie die Araber und Afrikaner nach Europa, um Europa zu zerstören. Das ist also auch klar rassistisch, ja, das wird gern antimuslimisch, aber auch Afrikaner, da reicht die Hautfarbe, ob das Christen sind, spielt dann auch gar keine Rolle mehr. Und da wurde dann gesagt, die Angela Merkel, die sei heimlich Jüdin, die stamme heimlich ab von Enoch Kohn, Helmut Kohl, stecke da sozusagen mit drin. Und ich habe das noch im Sommer letzten Jahres, habe ich noch darüber geblockt und habe gesagt, also so einen Wahnsinn werden doch wohl gebildete Leute nicht glauben können. Ich weise euch jetzt mal drauf hin, aber das ist ja wirklich eine verrückte Kiste. So, und was passiert? Wenige Monate später haben wir eine völlig eskalierende Diskussion über den UN-Migrationspakt, ja, wo sogar Parteien, die im Bundestag vertreten sind, im Europäischen Parlament vertreten sind, plötzlich verkünden, der UN-Migrationspakt sei Teil eines großen verschwörerischen Plans gegen Europa. Und einige Monate später taucht dann durch eine Regierung, eine europäische Regierung, Plakate auf, die genau diesen Verschwörungsmythos Soros kontrolliert, die Europäische Kommission, um hier Europa umzufolgen, da ist. Und jetzt bis zu, wir haben das bei Anders Breivik, wir haben das beim Attentäter in Christchurch. Ich habe ja genau auch davor gewarnt und habe in dem Buch ja sogar schon geschrieben, Vorsicht, es wird Gewalt geben. Das Problem ist, ich nehme wahr, dass es viel schneller passiert, als ich das für möglich gehalten habe. Also die Prozesse, die da ablaufen, geschehen einfach in einem viel schnelleren Tempo, als ich das für möglich gehalten hatte. Und ich würde eben sagen, weil natürlich das Internet die Leute viel schneller radikalisiert, noch schneller radikalisiert, als es zum Beispiel der Buchdruck oder das Radio gemacht haben. Und wir eine Radikalisierung, die früher in 3, 4, 5 Jahren gelaufen ist, jetzt teilweise schon in Monaten beobachten können. Da sind wir vielleicht zum Abschluss noch bei dem Grund, warum gerade diese Verschwörungsmythen so gefährlich sind. Wir haben es bei den Reichsbürgern, die ja mehr so ein deutsches, wenn auch vielleicht noch ein Teil ein österreichisches Problem sind, Menschen, die dann am Ende so sehr sich bedroht fühlen von einem für sie nicht existenten Staat, dass sie meinen, in den bewaffneten Widerstand gehen zu müssen. Auch diese Fälle haben wir ja traurigerweise gehabt, die sogar einem Polizisten das Leben gekostet haben. Und du hast es jetzt gerade gesagt, Christchurch ist auch ein Beleg dafür und natürlich auch die tragische Geschichte rund um die Ereignisse um Herrn Breivik herum, dass Menschen inzwischen so sehr sich bedroht fühlen von dieser, ja, man kann es ja nochmal sagen, nicht existenten Weltverschwörung mit antisemitischen Zügen, antijüdischen Zügen, die sind schuld daran, dass es uns allen so schlecht geht, dass man ja befürchten muss, dass man aufgrund dieses Verschwörungsmythos in den Widerstand gehen muss. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche daran, warum das eine andere Dimension hat. Genau, das ist der Punkt. Das macht den Antisemitismus so besonders gefährlich im Vergleich zu anderen Formen von Rassismus, die ja auch schon gefährlich und übel sind. Aber das Problem ist sozusagen, dass ein Antisemit, eine Antisemitin, diese vermeintliche Weltverschwörung sich davon tatsächlich bedroht fühlt. Das heißt, die Leute glauben, sie sind in einem Krieg. Sie glauben, sie handeln aus Notwehr. Sie glauben, sie müssen sogar Frauen und Kinder ermorden, weil die Teil einer Invasion sind. Und das war zum Beispiel, also ich habe das ja auch im Buch schon benannt, als Ethnonationalismus, sozusagen als die aktuelle Form des Antisemitismus, die sagt, jede in Anführungszeichen Rasse und jede Nation, jede Religion gehört nur an ihren Platz. Es darf keine Vermischung geben.
Also Juden nach Israel, Araber in die arabische Welt, Afrikaner nach Afrika. Es darf keine gemischten Ehen geben, es darf keine gemischten Kulturen geben. Das gibt sich gerne als Ethnopluralismus aus, ja, in der identitären Bewegung. Aber das bedeutet faktisch, die Leute können auf der einen Seite sagen, ich habe ja gar nichts gegen Juden, ich finde Israel toll und die sollen ruhig die Araber noch viel mehr sozusagen da verdrängen. Finde ich toll, ja, groß Israel, aber ich will keine Juden in Europa haben, ich will keine Juden in den USA haben, weil die, die hier sind, die machen die große Umvolkung, die machen the great replacement, ja, wie jetzt sozusagen das hieß. Das haben wir bei Breivik, der zum Beispiel dann auch schon über die Holocaust-Religion spottet und Juden vorwirft, dass sie in Europa und in den USA den Multikulturalismus predigen und er lässt nur diejenigen Juden gelten, die für ein Groß-Israel eintreten, zitiert dann sogar positiv den Bruder und so. Also das sind solche Dinge, wo man merkt, Leute, da wird also ein Antisemitismus in einer neuen Form kommt da auf, der sehr, sehr gefährlich ist und sehr übernational ist, der Ältere und Jüngere anspricht. Und wenn ich das noch sagen darf, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem, dass wir tatsächlich die Situation haben, wir haben ganz viel Forschung zu jungen Leuten, warum sich junge Leute radikalisieren. Aber die Altersradikalisierung, warum Leute ab 50 plötzlich abdrehen, haben wir bei Martin Luther, ist ja ein klassisches Beispiel, der als Reformer startet, positive Beziehungen auch zu Jüdinnen und Juden unterhält, Hebräisch für seine Übersetzungen verwendet und am Ende seines Lebens einen hasserfüllten, sein letzter Text über die sogenannte Judensau in Wittenberg. Das ist, also das würde man heute sagen, das ist ein Troll-Rant, der ist so peinlich zu lesen wie YouTube-Kommentare heute, wo man also wirklich einen Hass sieht, der sich im Alter ganz arg zugespitzt hat und wir haben dazu kaum Forschung. Es kann mir noch kaum jemand sagen, warum wir so eine große Zahl von älteren Menschen haben, die völlig am Rad drehen, übrigens überwiegend auch oder schwerpunktmäßig auch Männer. Und da sieht man, dass psychologische Forschung dringend, dringend auch notwendig ist, zu verstehen, was hier eigentlich vor sich geht. Das heißt also, um es mal versuchsmäßig zusammenzufassen, es wird gerne oft behauptet, dass Kultur eine Konstante sei, die sich über Jahrhunderte hinweg nicht verändert und wenn sie es dann doch tut, dann läuft irgendwas gewaltig schief. Also dieses schiefe Bild haben wir auf der einen Seite. Was wir aber eventuell festhalten können, ist, dass sich die Kultur sehr wohl verändert, aber die Stereotypen, die Ressentiments, die Vorurteile, die wir mit uns herumtragen, die verändern sich leider über Jahrhunderte hinweg eher wenig. Ja. Das ist ja eine Situation, die gerade wenn wir uns jetzt aktuelles Geschehen angucken, wirklich äußerst bedrohlich ist. Hast du trotzdem noch eine gewisse Hoffnung, dass sich das Blatt wenden könnte? Ich stimme dir dazu. Das ist meines Erachtens genau die Wahrnehmung. Ich würde sogar noch einen kleinen Tick weitergehen und würde sagen, das Problem ist, wie definieren wir Identität? Ja. Eine Rassistin wird Identität immer von der Herkunft her definieren und sagen, deine Herkunft, die macht dich fest und du kannst nie anders sein. Und umgekehrt zum Beispiel, wenn jemand deutsche Staatsbürgerin wird, dann ist das keine Deutsche für mich, weil sie ist ja nicht, sie hat ja nicht die richtige Herkunft. Wir haben sogar jetzt im baden-württembergischen Landtag ist die Landtagspräsidentin angegriffen worden von Landtagsabgeordneten mit dem Vorwurf, sie könne ja gar nicht für das deutsche Volk sprechen, weil ihre Vorfahren nicht auf den Schlachtfeldern gekämpft hätten, auf den Deutschen. Also ein ganz rassistisches Mythologie, da wird quasi Identität wird verfestigt. Es wird jede Art von Entwicklung, Austausch, Vermischung wird dann sozusagen problematisiert. Das ist zum Beispiel auch, was meine Frau und ich dann abbekommen. Ja, ein Christ und eine Muslimin, das geht nicht, das darf nicht sein. Ja, das ist Rassenschande, das ist Religionsvermischung. Der Blume ist doch ein heimlicher Muslim, das ist doch ein heimlicher Jude, das ist doch ein Illuminat. Da kriege ich das sozusagen ganz persönlich ab, dass die Leute einfach gar nicht damit klarkommen, dass das am Anfang des 21. Jahrhunderts okay ist. Und ich sage den Leuten, ja, hallo, vor 50 Jahren war es doch auch noch schwierig, dass evangelisch und katholisch geheiratet haben und heute ist es kein Problem mehr. Aber das ist sozusagen diese, also die Menschen
Wir haben das bekommen erzählt, dass Identität etwas Unveränderliches sei, dann ist quasi klar, dass jeder, der für Veränderung eintritt, ist bedrohlich, bedroht ihre Identität und dann wird er zum Teil der Verschwörung. Und das, selbstverständlich ist es gerade in Zeiten neuer Medien, wenn sich die Dinge beschleunigen, öffnet sich da sozusagen ein Delta und da können Populisten reinströmen und können genau das ausnutzen. Das haben sie, wie gesagt, Anfang des 20. Jahrhunderts getan und das tun sie jetzt auch am Anfang des 21. Jahrhunderts. Warum ich trotzdem optimistisch bin, seid ihr. Ich will mal sagen, egal, wenn ich Veranstaltungen habe, wenn ich Lesungen habe, wenn ich blogge, wenn ich, so wie bei euch, ich treffe ganz viele Menschen, die sich Gedanken machen. Mhm. Ich habe eigentlich fast keine Veranstaltung, wo wenig Leute kämen, sondern die Leute möchten wissen, was los ist und sie möchten aus der Geschichte lernen und sie möchten sich damit auseinandersetzen. Sie spüren, dass da etwas nicht stimmt und deswegen sage ich schon, habe ich die Hoffnung, dass ich will jetzt nicht schön malen, es wird Tote geben, es wird Terror geben, es ist nicht vorbei. Sascha Lobo hat von sogenannten Trollterroristen, hat das so genannt und ich fürchte, er hat recht. Also ich teile seine Analyse da ganz wesentlich. Trotzdem glaube ich, diesmal werden die es nicht schaffen, unsere Gesellschaft zu zerstören. Diesmal wird Europa, werden unsere Demokratien standhalten, weil ich auf die Menschen vertraue, die sagen, wenn ich mich zwischen Verschwörungsmythen und Wissenschaft entscheiden kann, dann entscheide ich mich diesmal für die Wissenschaft. Aber die Menschen müssen halt mitmachen, was sie auch tun, aber man darf halt auch nicht aufgeben, ne? Ja, ihr macht ja mit, genau. Also das ist sozusagen, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, und das muss man mal sagen, dieses Gefühl haben viele Jüdinnen und Juden, die sagen seit Jahren, sagen wir euch, das kommt wieder, wir spüren das, wir sehen das auf Facebook, auf WhatsApp, ja, in den Schulen, wir erleben das da und immer hat man uns gesagt, naja, jetzt seid nicht so übersensibel und so weiter. Deswegen haben mich zum Beispiel auch die jüdischen Gemeinden gefragt, ob ich beauftragte, ob ich das Amt übernehmen würde. Und ich habe gesagt, ja, aber warum soll ich das denn als Nicht-Jude machen und so? Und da war die deutliche Ansage, Michael, vielleicht glauben sie ja dir. Vielleicht glauben sie es, wenn du ein Wissenschaftler bist, du bist evangelisch, du bist mit einer Muslimin verheiratet, dir kann keiner vorwerfen, du wärst übersensibel, dir kann keiner vorwerfen, du wärst irgendwie unkritisch gegenüber Juden oder gegenüber Israel. Vielleicht glauben die Leute ja dir. Und das ist tatsächlich, was ich jetzt verstanden habe. Wir hätten viel früher eingreifen können. Jetzt rennen wir ein bisschen der Entwicklung hinterher. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben zum Beispiel euch von Hoekzilla, die dann sagen, hey Michael, wann hast du Zeit? Und wir möchten mit dir darüber sprechen. Wir finden das Thema wichtig und das gibt mir dann wieder Mut. Ein schönes Schlusswort und ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, genau. Ich danke euch. Ihr merkt ja, wie ich euch. Ja, und wir können. Du bist als Schwabe. Ja, und wir können, darüber freuen wir uns sehr, in Kooperation mit dem Patmos Verlag, der sein aktuelles Buch ja herausgebracht hat, auch ein Buch verlosen. Das heißt, ihr könnt Michael Blumes aktuelles Buch, Warum der Antisemitismus uns alle bedroht, gewinnen bei Hoekzilla. Und was ihr dafür tun müsst, das finde ich jetzt sehr schön, weil da können wir sozusagen gleich was tun, Michael, was du wahrscheinlich gut findest. Schickt uns eine E-Mail mit dem Begriff Verschwörungsmythos. Dann übt ihr schon mal gleich dieses neue Wort zu benutzen und kommt weg von dem Begriff Verschwörungstheorie. Und geniale Idee. Reframing. So, dann, ne, dann hat das jeder mal geschrieben und dann habt ihr 14 Tage nach Ende Ausstrahlung dieser Sendung könnt ihr dann dieses Buch gewinnen. Michael, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir, dass du Zeit genommen hast, dir für uns, weil du hast einen unfassbar vollen Stundenplan. Ich verfolge ja dich über die sozialen Netzwerke, da machst du ja auch relativ viel, schon seit vielen Jahren und bin schwer beeindruckt davon und kann sagen, ich habe schon mit dem gepodcastet, bevor der noch nicht so relevant und so wichtig war. Damals beim Psychotalk, da fing das alles gerade an, da kamst du zurück. Nordirak, aber diese ganze Bewegung, dass du jetzt Antisemitismusbeauftragter bist, das ist ja alles irgendwie später dann auch noch gekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war nach 2017, oder? Genau, also im März 2018. Und ich möchte euch danken. Ihr werdet auch schon zum Beispiel diese schöne Idee mit dem Verschwörungsmythos-E-Mail, ihr werdet es sehen. Es werden freundliche, reflektierte E-Mails kommen. Es wird aber auch Hass und Rassismus kommen. Das kann ich jetzt schon leider voraussagen, dass da auch Dinge dabei sein werden, die nicht schön sind.
Aber ich bin euch sehr dankbar, dass ihr euch dem Thema stellt, und möglicherweise sind ja auch Podcasts einfach eine Möglichkeit, sich dem Thema zu stellen, dass wir eben sagen, man kann Medien immer für Gutes oder für Schlechtes nutzen. Und deswegen ein Hoch auf euch beide. Dankeschön. Aber das wird uns nicht schocken. Man hat uns schon auch gewünscht, dass wir damals besser auch mit durchs Gras gegangen sind, auch bevor wir mit dir gesprochen haben. Insofern, auch das kennen wir, die Trolle. Da muss man einfach ein sehr, sehr dickes Fell entwickeln. Und auch das bekomme ich bei dir mitunter mit, weil ich auch ein bisschen schaue, was die Gegenseite schreibt. Das ist nicht angenehm. Aber solange wie du noch so sonnig klingst im Interview, mache ich mir noch nicht ganz so viel Sorgen um dich, sondern glaube, dass du das hinkriegst. Danke, mach's gut. Ja. Bis bald. Auch. Bis tschüss. Bald. Tja, ganz viele Informationen haben wir da gehabt. Also wirklich nochmal auch die bewegende Geschichte von Michael Blume selber. Es gibt noch tausend Dinge, die man sagen könnte. Es gibt ja auch ein Buch über seine Ehe inzwischen. Er hat es ja schon angedeutet, auch die Ehe mit seiner Frau immer mal wieder Thema ist in seinem Umfeld und vor allem im Internet, bei den Trollen noch viel mehr. Also ich habe auch bei ihm manchmal das Gefühl, also bei uns sind viele Sachen ja auch manchmal so ein bisschen theoretisch und wir bereiten dann irgendwie ein Thema vor und besprechen das auch vor dem Mikro natürlich, auch bei Vorträgen. Aber bei ihm ist das vor allen Dingen, finde ich, immer noch so hands-on, also so wirklich so mitten aus der Realität und mitten aus dem Leben, wenn man es so formulieren will. Und ja, das finde ich einfach ganz großartig, was er zu dieser Thematik beizutragen hat. Das ist wirklich eine ganze Menge. Ja, und der Patmos Verlag, bei dem das Buch erschienen ist, Warum der Antisemitismus uns alle bedroht, hat uns ein Exemplar zur Verfügung gestellt, das wir verlosen können. Und wir haben das ja schon in der Sendung gesagt. Schickt eine E-Mail dann an uns und mit dem genannten Verschwörungspasswort sozusagen im Betreff. Das Ganze könnt ihr machen bis zum 14. April, 23.59 Uhr. Und wir verlosen dann unter allen Einsendern das Buch von Michael. Tja, Alexander, jetzt müssen wir mal aufklären, was die EPA getan oder nicht getan hat. Sind sie drauf reingefallen oder nicht? Ja. Die Auflösung. Ja, ist die EPA tatsächlich auf den alten Scherz mit dem H2O reingefallen oder nicht? Und man kann die Antwort ganz kurz fassen. Sie sind nicht drauf reingefallen. Das Ganze ist nämlich ein April-Scherz von eben diesem Magazin Snow Riders Australia. Die haben einen Quatschartikel auf ihrer Website veröffentlicht. Den kann man sich tatsächlich auch immer noch angucken. Also die EPA geht nicht gegen Kunstschnee vor. Ich musste jetzt gerade dran denken, die Frage, ob Kunstrasen oder nicht Kunstrasen. Aber das soll an dieser Stelle hier auch nicht beantwortet werden, sondern nur eben die Huxilla-Story. Das haben wir hiermit getan und runden die Sendung hoffentlich damit ab. Genau. Zum Abschluss ganz kurz schöne Grüße an alle Podcasterinnen und Podcaster, die wir beim Untereffekthaus getroffen haben. Unter anderem den Retro-Kompott, mit dem ich eine Sendung da live aufgenommen habe. Wir haben den Lars Naber getroffen mit seinem Podcast Auf Distanz, Astronomie und Raumfahrt. Da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Und Lars kennen wir dann auch schon seit vielen Jahren. Ich möchte an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen den Sicherheitshalber-Podcast, weil ich einfach selber sicherheitspolitische Themen so wahnsinnig spannend finde und ja, das nur jedem ans Herz legen kann. Das ist echt großartig gemacht. Den Déjà-vu-Geschichte-Podcast von Ralf Grabuschnick, ganz junger Mann aus Österreich. Alexa, den hast du leider nicht mehr so treffen können. Schade. Also ganz, ganz, ganz viele tolle Podcasts, die wir dort vor Ort getroffen haben. Wir haben noch eine schöne Anekdote des Recherche- und Archiv-Podcasts, ein Drei-Fragezeichen-Podcast. Da machen wir nochmal demnächst eine Kleinigkeit. Das war eine schöne Veranstaltung und ja, Podcamp. Zusammenkommen von Menschen, die Podcasten wollen und Menschen, die schon lange podcasten. Das ist immer eine ganz gute Sache und da sind auch viele dabei gewesen, die jetzt starten wollen mit einem Podcast. Insofern kann nicht genügend Podcaster abgeben. Kann man nur empfehlen, genau. Einen schönen Gruß auch an Daniela, die bei uns die Eintrittskarte gewonnen hatte. Ihr werdet euch noch vielleicht erinnern, dass wir eine Eintrittskarte verlost haben. Die haben wir dann natürlich vor Ort auch getroffen. Das war auch sehr, sehr, sehr nett. Schöne Grüße nochmal an der Stelle, Daniela. Und wir haben die Kollegen hier aus Hamburg von den Kacke- und Sachgeschichten getroffen. Das war auch nochmal sehr, sehr
Ja, interessant und lustig, die zu treffen, zumal man ja immer Leute hier aus Hamburg trifft, wenn man nicht in Hamburg ist. Das ist ja auch völlig absurd. Insofern, das war eine schöne Geschichte und da wird vielleicht sogar noch die ein oder andere Kollaboration über die nächsten Monate hinausfallen mit diesem Podcast. Dinge, die aber auch schon länger mal geplant waren. Insofern, da gibt's auch wieder neuen Input und das hat uns Spaß gemacht und wir haben es auch geschafft, wenn auch wieder knapp, aber eine zweite Folge im März zu veröffentlichen und möchte heute noch einmal dann den Hinweis geben, weil es natürlich auch zum Thema des Buches passt, dass wir am 15. April hier in Hamburg einen Vortrag halten werden. Die Weisen von Zion heißen heute Jorosch und Co. Und da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeikommen, ist dann auch verlinkt auf der Homepage, wo das ist und bei Facebook findet man das auch. Und vielleicht sehen wir uns dann am 15. April hier schon wieder in Hamburg zum Vortrag. So, jetzt habe ich, glaube ich, relativ viel erzählt und überlege, ob ich noch was vergessen habe. Eine Sache vielleicht noch ganz kurz. Wir sind wirklich sehr, sehr dankbar dafür und wir haben auf unser Konto sozusagen geguckt, auf das Geschäftskonto geschaut, dass wir jetzt schon jenseits von 200 Euro an Direkteinnahmen haben. Ganz viele haben 1 Euro, 2 Euro, auch etwas größere Geldspenden, aber wirklich, ich finde das so toll, dass Menschen einfach mal sagen, komm, hier 1 Euro Dauerauftrag im Monat. Dickes, fettes Dankeschön an alle, die uns unterstützen, in welcher Form auch immer. Ja, und das ist total toll, weil wir wirklich fast wieder, wenn wir Patreon und Steady und jetzt eben die Möglichkeit, dass ihr direkt auf unser Geschäftskonto überweist, fast wieder bei den, ich habe das einmal gesagt, 1000 Euro damals für Huxilla TV, wir sind da schon wieder fast angekommen und wenn sich jetzt vielleicht noch ein paar Leute entschließen können und sagen, komm, 1 Euro habe ich auch noch über im Monat, dann erreichen wir das ganz bald wieder und dann müssen wir uns auch keine finanziellen Sorgen in dem Bereich machen. Also das ist ganz, ganz toll und wir erwähnen das nochmal, es gibt auch immer wieder Menschen, die etwas größere Einzelspende uns überweisen. Auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist immer wieder sehr ehrfurchtsgebietend, wenn dann etwas größere Geldbeträge mit einem Rutsch bei uns auf dem Konto landen. Ja. Das wissen wir sehr, sehr, sehr zu wertschätzen. Und eine der häufigsten Aussagen auf dem Podcamp, also auch von anderen Podcastern, aber da waren natürlich auch ein paar Hörer und Hörer sind manchmal auch Podcaster, war unisono. Schön, dass er wieder mehr Podcasts produziert. Ihr habt gefehlt in den letzten Jahren. Es ist schön, dass es wieder 2 Folgen Huxilla im Monat gibt. Und das hat uns beiden gut getan, mir sehr gut getan. Genau, weil die Entscheidung hin zum Podcasting absolut goldrichtig gewesen ist. Ja, also das hat uns gefreut, da zu hören. Und wir kriegen ja auch immer wieder die E-Mails von euch, in denen ihr das bestätigt. Und ja, deswegen knapp, aber auch jetzt wieder eine zweite Folge im März und wir freuen uns dann darauf, euch im April wieder zu hören. Insofern alles Gute euch da draußen und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.